Wir sind jetzt hier in einer Kältekammer und der Benni zu meiner Linken hier, der hat jetzt die Temperatur gemessen. Hallo Benni. Hi. Wie warm bin ich denn? 26,2 Grad Oberflächentemperatur. Ja. Und bin gespannt, was es nachher wird. Ja. Also was wir vorhaben ist folgendes, ihr kennt es ja selber, wenn man Thermosachen anhat und ähnliches, man weiß ja nie, wie warm man sich in den Klamotten fühlt. Wir fahren jetzt richtig kalte Temperaturen, denn in dieser Kammer können wir über 150 Grad, sogar noch mehr an Minusgraden erreichen. Das sind natürlich keine Temperaturen, wo ihr angeln fahrt, aber dieser kurze Aspekt, der kann euch zeigen, ob diese Klamotten und vor allen Dingen auch unsere Handschuhe auch warm genug sind. Denn man kann natürlich 10 Stunden draußen in der Kälte sein, wenn man ganz ehrlich ist, minus 3, minus 5 Grad ist schon ziemlich kalt. Aber so etwas ist auf einen kurzen Zeitaspekt bezogen super kalt. Was wir noch machen müssen, einmal kurz meine Hände, denn wir wollen auch noch die Handschuhe testen. Was sagt er? 27,4 Grad. 27,4 Grad. So, ich setze jetzt meine Mütze auf. Du stellst den Apparat ein und machst ihn mal richtig kalt. Und dann schauen wir mal, und dass es wirklich richtig kalt ist, werden wir sogar noch die Oberfläche von dem Thermoanzug mit Wasser besprühen. Dann seht ihr, dass es richtig schweinekalt ist. Ich bin mal gespannt. Also hier ist das Fass mit Flüssigstickstoff. Kann eine maximale Kälte von ungefähr 180 Grad erreichen, minus natürlich. Und damit wird die Kammer betrieben. Wir kühlen die Kammer jetzt runter auf minus 100 Grad. Dann ist sie vorgekühlt und dann schicken wir den Dietmar da rein. So, Benni kühlt die Kammer jetzt richtig nochmal vor, damit das so bei minus 100 Grad ist. Und ja, bin mal gespannt. Das sollte auf jeden Fall die Temperatur aushalten, ein paar Minuten. Und dann sehen wir mal weiter. Bereit? Bereit. Also so kalt wie geht, ja? So kalt wie geht. So, jetzt sind wir bei 125. Wir können bis 180 minus, wenn wir gehen. Ich würde sagen, Willy go. Ich fühle mich jetzt fast wie Baumgartner. So, gib mal her, dann kann ich mal kurz drauf machen. Oder geht's nicht? Wir gucken mal. Gefroren. Also ich glaube, jetzt würden die Rutenringe komplett einfrieren. So, Benni, Oberflächentemperatur einmal bitte. Keine Angaben. Keine Angaben, also gefroren. Error. Okay, Error, gut. Machen wir mal kurz auf. 24,1. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Es fühlt sich kühler an. So, Handschuhe. 23,2. Machen wir nochmal den anderen. 25. Also gemittelt kann man sagen 24 Grad. Also 24 Grad, nur 3 Grad verloren. Also, und die waren wirklich gefroren, die Handschuhe. Also das ist mittlerweile, fängt es an zu schmilzen. Also ich habe wirklich warme Finger gehabt und auch der Rest war eigentlich prima. Also von daher, Benni, ich würde sagen, die haben den Test bestanden, denn ich glaube, bei solchen Temperaturen geht kein Mensch angeln. Und auch wenn es nur, ich glaube, was haben wir gemacht, 3 Minuten? 3 Minuten gemacht, also 3 Minuten bei 190 Grad waren teilweise, das ist schon mega kalt. Also ich denke mal, damit können wir auch für mehrere Stunden bei vielleicht gerade um den Gefrierpunkt angeln. Benni, vielen, vielen lieben Dank. Und so etwas macht man sicherlich nicht alle Tage. Und dass du auch die Zeit dafür genommen hast, mega, mega cool. Mich siehst du wieder, wenn ich am Wasser fische. Und die neuen Handschuhe, die gehen auch in den neuen Besitzer über für dich. Ist noch ein bisschen Zeit, bis es kalt wird, aber nutze sie. Ne? Danke. Wir sehen uns. Tschüss. Ciao.